Was geht ab, Leute? Und damit herzlich willkommen bei Jujutsu Kaisen Folge 11 nach der letzten Folge. Ich habe richtig Bock, gerade nachdem ich gesehen habe, Nanami hat Bock auf Überstunden. Also würde ich sagen, wir gehen rein. Bis gleich. Ciao. Du bist bisher gut ausgewichen, aber so langsam bist du am Ende, was? Yo. Wirklich bedauerlich. Was zum... Seine Fluchkraft steigt rapide an. Alles ab jetzt zählt als Überstunden. Junge, das kickt so rein. Was sagt er da? Überstunden? Ja, Überstunden. Ein bedingter Vertrag? Bedeutet das, dass er bis eben seine Fluchkraft freiwillig unterdrückt hat? Das gefällt mir. Bei meiner Fluchtechnik unterteile ich die Länge des Objektes in einem Verhältnis von 7:3 und erzwinge so einen Schwachpunkt bei meinem Gegner. Ja, das haben wir mitbekommen. Die Unterteilung funktioniert nicht nur bei der Körpergröße oder Flügelspannweite. Bei Kopf, Rumpf, Oberarm, Unterarm und so weiter gelingt sie. Okay. Das ist heftig. Diese Fluchtechnik nicht nur bei Lebewesen, sondern auch auf ganz normale Objekte. Du meinst das wohl ernst? Um diesen Fluch zu exorzieren, kann ich mir zum jetzigen Zeitpunkt nur zwei Wege vorstellen. Der erste Weg wäre folgender. Ich fahre fort, ihm Schläge zu verpassen, bis seine Fluchkräfte komplett aufgebraucht sind. Doch das halte ich für unrealistisch. Der zweite Weg? Ich pulverisiere ihn, indem ich alles in einen einzigen Schlag lege. Verhältnistechnik! Kollaps! Seine Kraft ist echt unglaublich. Und dann fließt auch noch seine Fluchkraft dadurch. Hä? Wo hat er denn gerade hingeschlagen? Die Kraft ist so groß, dass sie uns beide erwischen wird. Will er uns etwa gemeinsam hier begraben? Das könnte ihm so passen. Ich weiche aus. So einfach ist das. Ich ziehe mich vorerst zurück. Du solltest dich lieber schnell um deinen Fuß kümmern. Yo, was? Was? Junge. Krass! Alter Schwede, Junge, Nanami ist ja so krass drauf. Wow. Ja, das war so nice gemacht von Nanami. So entspannt. Ja, ich glaube, das war schon fast Stufe 2. Ob ich ihn einfach selbst fragen soll? Aber mit welchen Fragen sollte ich am besten anfangen? Und wie viel darf ich überhaupt über die Jujutsu-Akademie verraten? Meint er wirklich, der fängt den gerade? Ein Knopf mit einer Spirale? Genau. Wenn du Schüler triffst, die so einen tragen, freunde dich mit ihnen an. Das sind Jujutsisten. Scheiß drauf, ich leg's drauf an! Der zweite Teil war mit Abstand der geilste. Oh ja, der war richtig krass. Das war ein Film, der beim Schauen richtig Laune gemacht hat. Oh, er ist da. Aber das könnte ich mit dir bei Gelegenheit nachholen. Komm, lass uns unsere Nummern austauschen. Oh, der hat nicht erwartet, dass er den als Freund dann sieht. Bei dem Teil noch mal neue Kontakte hinzu. Bist du das, Junpei? Warum? Mama. Hätte nicht gedacht, dass ich dich hier sehen würde. Ist das ein Freund? Nein, wir haben uns eben erst getroffen. Wir kennen uns zwar erst seit kurzem, aber ich glaube, wir werden gute Freunde. Der hat richtig Bock, Yuji. Was soll das? Du haust ja. Ich hab doch gesagt, du sollst aufhören. Oh, sorry, dumm von mir. Ich werde in deiner Anwesenheit nicht mehr rauchen, versprochen. Okay, warum? Wie heißt du eigentlich? Warum hat er das so schlimm empfunden? Sag mal, Yuji, magst du mit uns zu Abend essen? Hey, warte mal. Ich glaube, Yuji hat Hunger. Magst du da, worauf du allergisch bist? Nein, ich fresse alles. Ja. Dieser Jujutsist sieht zwar nicht so aus, aber er hat's faustdick hinter den Ohren. Er hat mir wirklich gut gefallen. Hab auch eine Menge von ihm gelernt. Sieh an. Selbst wenn ich in Stücke gerissen werde, sterbe ich nicht, solange ich die Form meiner Seele beibehalte. Teil der Junge, wie krass ist Mahito? Form meiner Seele ändere, oh mein Gott. So toll, was? Ich kann alles Mögliche ausprobieren, das wird ein Spaß. So krass. Deine Kleidung. Vergiss es. Was ist mit deinem Gegner? Gar kein Fall. Eine gute Frage. Er wollte sich vorerst zurückziehen. Doch vielleicht liegt er unter dem Schutt. Könntest du mich abholen? Ich habe dir gerade meinen Standort geschickt.
Der wurde auch erwischt. Zur Akademie und mich von Shoko behandeln lassen. Alles halb so wild. Die Wunde ist nicht lebensbedrohlich. Krass. So ein Glück. Dann werde ich Yuji umgehend auflesen und sie abholen kommen. Ist also nicht bei dir. Ich hätte lieber meinen Mund halten. Ja, du hättest nichts sagen sollen. Geil. Dann bist du echt stark. Ein exzellentes Testobjekt. Vermutlich ist seine Entstehung noch nicht allzu lange her. Voller Gier erfreut er sich an seiner Entwicklung. Auf jeden Fall. Der Fluch gegen den Satoru gekämpft hat, konnte sogar Sphärenentfaltung anwenden. Falls er überlebt haben sollte, wird es nicht lange dauern, bis er auch so weit ist, diese Technik zu beherrschen. Zudem hat er bereits mehr Opfer gefordert, als wir es uns ausgemalt hatten. Wir müssen ihn so schnell wie nur möglich austreiben. Sonst gerät ein Stein ins Rollen, der nicht aufzuhalten sein wird. Also die zwei haben richtig Spaß, während sein Sohn gar keinen Bock hat. Du bist so lustig, Yuji. Na los, mach mal was Komisches. Was? Oh Mann. Ist das ein Film? Feuer! Ey, Digga, was ist, geht hier ab? Zu geil. Zu geil gemacht. Deine Mutter ist echt eine Liebe. Mega sympathisch. Wenn du nicht hingehen möchtest, ist das in Ordnung. Du bist auch noch recht jung, von daher, da muss man sich nicht alles zu sehr zu Herzen nehmen. Ist denn deine Mutter so drauf? Erzähl mal. Keine Ahnung, ich habe sie leider nie getroffen. Und an meinen Vater kann ich mich auch nur vage erinnern. Tja, aber mein Opa war immer für mich da. Das haben wir gesehen. Schon mal jemanden umgebracht? Nein. Okay. Aber wann kommt der Tag, an dem du gegen böse Jujutsisten kämpfen musst? Das stimmt. Was wirst du dann tun? Wenn dieser Tag kommt, will ich trotzdem niemanden töten. Wieso denn? Immerhin sind sie doch böse. Wie soll ich sagen? Hm. Wenn ich jemanden töten will, Yuji ist anders. Das Gefühl, dass diese Wahl ein großer Teil meines Lebens sein wird, dann ist der Wert des Lebens nicht mehr klar definiert. Und das gilt dann auch für die Menschen, die einem sehr wichtig sind. Das macht mir große Angst. Menschen haben kein Herz. Zumindest hat mich dieser Gedanke immer gerettet. Aber wenn meine Seele durch das Töten beschmutzt wird, wenn meine Seele dadurch Schaden nimmt. Ich frag mich, ob Yuji bereits weg ist. Was? Ja, du hast schon ziemlich lange geschlafen. Was ist denn das? Oh, was? Ein Finger von Sukuna? Haben wir bei Junpei Yoshino zu Hause die Leiche von Nagi Yoshino, seiner Mutter, und den kleinen Finger der linken Ersatzhand Sukunas vorgefunden. What? Wir gehen davon aus, dass Nagi Yoshino von Fluchgeistern attackiert wurde, die von Sukunas Finger angelockt wurden. Ihre Leiche war nur ab der Hüfte vorzufinden. Vor Ort konnten keinerlei Blutspuren identifiziert werden. Oh mein Gott! Die Leiche von Nagi Yoshino lag in ihrem Schlafzimmer. Ich dir etwa einen Klotz am Bein? Spuck's aus! Außerdem bist du verletzt! Nächstes Mal nimmst du mich mit, ist das klar? Mein Partner ist gestorben, aber ich war nicht dabei. Und warum? Weil man mich für zu unreif gehalten hat. Wie du bereits weißt, benutzt unser Flickenfluchgeist umgestaltete Menschen als Waffen. Für einige von ihnen besteht leider keine Hoffnung mehr. Wenn dieser Tag kommt, will ich trotzdem niemanden töten. Das macht mir große Angst. Bitte versteh das. Es ist kein Verbrechen, noch unerfahren zu sein. Das ändert sich noch. Das ist sehr wild, gerade für den Jungen. Der hat eh schon Hass. Sitze, habe ich den Kleiderschrank meiner Mutter geöffnet. Viele Fluchmagier verdienen ihr Geld unter anderem damit, andere zu verfluchen. Die stecken ganz bestimmt dahinter. Geld und den richtigen Verbindungen kann man mit Leichtigkeit zum Tode verfluchen. Hat Mahito denn jetzt was eingeredet? Mutter abgesehen hatte? Überleg mal, vielleicht war es jemand mit zu viel Zeit und Geld? Fällt dir da keiner ein? Deinetwegen habe ich jetzt diesen Preis an der Backe kleben. Willst du aufs Maul? Oh, sorry. Wirklich. Tja, zum Neulingspreis hat es gerade noch gereicht. Was ist das für ein schwarzes Ding? Hä? Was meinst du? Was ist das? Na, Mahito mal wieder. Finsterer als schwarz. Und reinige jenes, was unrein ist. Von innen kommt niemand raus. Von außen kann man allerdings rein. Das gilt jedoch nur für Menschen ohne viel Fluchkraft. Ein unangekündigter Fluchgebiet. Ziemlich nice. Das bestimmt sofort melden. Mach dir keine Sorgen, das wird schon.
Die Weichen wurden bereits gestellt, als Junpei Sukunas Gefäß getroffen hat. Und Yuji Itadori zu einem Vertrag zwingen, wodurch Sukuna die Oberhand übernimmt. Das nice. Und das auch mal so ruhig angehen lassen. Passt schon. In der Erziehungsanstalt hat Yuji Itadori den Finger direkt in sich aufgenommen. Ich wollte, dass die Akademie den Finger einsammelt, den wir bei Junpei hinterlassen haben. Junge. Entschuldigen würdest? Was mit dem ist, auch krass. Keine Ahnung. Ich sichere mir schon mal meinen Platz. Ist irgendwas? Ich muss dich dringend etwas fragen. Warst du es, der diesen Finger bei mir zu Hause verstreut? Was willst du? Hör mit diesem Scheiß auf! Hat er jetzt Kräfte? Hättest du dir ernsthaft... Hat die Mahito Kräfte gegeben? ...reagieren zu können? Hey, Junpei! Was machst du da? Misch dich besser nicht ein, Jujutsist. So, und damit kommen wir zum Fazit von Jujutsu Kaisen Folge 11. Geile Folge. Ich bin gespannt, was mit Junpei passiert. Gerade, ob er jetzt selber Kräfte bekommen hat, sieht so aus. Ob ihm Mahito vielleicht Kräfte gegeben hat. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber wir werden es in der nächsten Folge sehen, hoffentlich. Also, bleibt dran und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge dabei. Bis dahin, ciao!